Dann hier nochmal rein. So. Und hinter mir betritt gerade der Kater wieder den Raum. Okay, hier war das. Das hier war auch eine Schlucht, ne? Ja, hier war die Ecke mit der Kohle, die man kaum sehen kann. Und hier war auch nichts mehr. Das heißt, wir gehen jetzt mal die andere Seite der Höhle untersuchen. So. Gehen wir erstmal hier rein. Würde ich mal sagen, hier ist auch wieder eine ganze, ganze Menge Eisen und ja, hier geht's runter. Markiere ich mir mal ein paar mehr Fackeln. Aber zuerst schauen wir mal, dass wir hier zum Ende kommen. Und hier ist das Ende schon. So, falls meine Maus ein bisschen zappelt, ist gerade der Kater wieder, der schon wieder um Aufmerksamkeit bettelt. Und ich muss allein schon wegen ihm, sollte ich nicht mehr so lang machen, sonst treibt er mich noch in den Wahnsinn. Hey, lass das. Lass es einfach. Ich hab dich doch heute schon 2,5 Stunden gekrault oder so. Kater hat heute Nacht einen kleinen Streit mit Katze und seitdem ist er ein bisschen komisch. Ist ja so schon anhänglich, aber seit er sich heute Nacht gefetzt hat, ist er wirklich hyper anhänglich. Ich glaube, Katze mag ihn nicht mehr im Moment. So dass er sich nicht mit ihr beschäftigen kann, sondern immer zu mir kommt. Aber es ist halt schwierig aufzunehmen, Minecraft zu spielen. Oh, gut, ich dachte schon, da wäre noch ein Eingang. Es ist halt schwierig aufzunehmen, Minecraft zu spielen und gleichzeitig noch den Kater zu krollen. Aber ich versuche gerade mein Bestes, diese drei Dinge irgendwie unter einen Hut zu bekommen. So. Das ist immer, wenn ich hier so Rohstoff abbaue, kann ich mal kurz mit der Hand zum Kater gehen und den ein wenig kraulen. So. Das heißt, es ist gut, wenn hier möglichst viel Kohle ist. So, da war noch ein Stück. Ah, ich brauche jetzt wieder irgendwas zum Stopfen. So. Das Salz auch noch. Und da war auch noch Salz. Bloß nicht lassen. Hey, nicht beißen. Das dachte ich schon, ich wäre ein Creeper. Soll ja mal vorkommen. Weil so gut leuchtet die Höhlen gerade auch nicht aus, dass hier natürlich jederzeit noch was nachspawnen kann. Oh, das ist mir gerade auch hier ein bisschen verdächtig. Das werde ich immerhin mal ein paar Fackeln hier in den Eingang stellen. Und dann werden wir gucken, was das Inventar noch hergibt. Ja, das sieht gut aus. So, das Pokémon dann. Wir können eigentlich hier mit Sachen füllen und hier mit. So. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt da hinunterkommen. Oh, das kann ich jetzt mal wegmachen. Nase weg vom Mikro. Und gleich kommen wir hier runter und unten ist einfach nur eine kleine Sackgasse. Dann hätte ich aber die Schnauze voll. Ist natürlich ein. Und habe ich. Ja. Ich habe das mit dem Fackelwurf-Gedingens. Hey! Auch das war daneben. Natürlich schön, wenn ich jetzt hier runterfallen würde. Geht der. Naja. Das hier, wie heißt das? Wie heißt die Bot, durch die man die Fackel werfen kann? Egal. Jedenfalls ist das sehr praktisch, dass das hier mit drin ist. Okay,
Okay, ich habe mich vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Nicht die Fackel werfen an sich, sondern einfach nur halt, dass sie noch leuchtet. Dann bauen wir uns hier mal runter. So, machen wir nicht mal hier hin. So, gucken, sonst kommt uns die Spinne. Okay, das sollten wir besser nicht machen, weil wer weiß, ob unter uns noch ein Block ist. Aber wenn wir denn dem Creeper vor die Füße fallen, ist das nicht unbedingt so, wie ich mir das vorgestellt hätte. So, hier würde das zum Beispiel passieren. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ja, das. Wie viel? Oh. 8 Pfeile. Ich wollte mich doch verarschen mit den 10 Millionen Creepern da unten. Ach, noch ein. Okay, 2 Pfeile. Hä? Was? Okay. Komm, zeig dich. Wow. Ist echt schlimm. Okay, dann nutzen wir mal die Zeit für diese Kohle hier. Und wenn ich die Tastatur sehen könnte, könnte ich auch mal eben ja. Warum folgt ihr mir eigentlich immer überall hin? Vielleicht nur hier einen Screenshot machen, aber immer nicht. Immer wenn ich irgendwo hingehe, wo ich die Viecher sehen kann, hauen die Viecher so ab, dass ich sie wieder nicht mehr sehen kann. Das ist wunderbar. Ist natürlich Eklogit, nehmen wir natürlich immer gerne mit. Das ist ja unser bevorzugtes Baumaterial. So, hier müssen wir aufpassen. So. So, von hier können wir dir von hier schon eine geben? Nein. Aber wenn wir die hier wegmachen, dann kommt die hoch, ne? So. Fackel da hin. Hey, Creeper, hättest du vielleicht die Güte? Huh. Das klang gerade so, als wäre da noch einer gewesen. So, jetzt sind wir unten. Oh, mal hier ins Grün ist ja auch okay. Okay, ich glaube, ich leuchte erstmal hier ein bisschen aus. Na komm. So, und einen Bogen, jetzt haben wir einen, jetzt brauchen wir keinen mehr. Und hier geht's weiter und weiter und stopp. Okay, dann berauben wir diesen Höhlenarm mal wieder seiner Ressourcen. So. Aber ich sollte jetzt vielleicht aufhören, wirklich alle Kohle mitzunehmen, weil das wird langsam etwas aufwendig hier. Oh, was war das denn jetzt? Hat sich da gerade unser FOV geändert? Yes. Ja, schon wieder. Ist ja komisch. Das ist ja komisch. Aber das hatte ich schon mal früher. In einem anderen Projekt, dass mir das passiert ist. Ich habe aber leider vergessen, was die Ursache dafür war. Die hatte ich nämlich später auch herausgefunden. Hier war ja noch alles Mögliche.
Schön, dass sie so viel Eisen haben, dann kann ich nämlich weiter offscreen riesige Räume für das Projekt ausheben. Und den da rein. So. Das auch noch. Und jetzt hier unten haben wir jetzt alles raus. Das ist schön. Und da ist noch ein Höhlenarm. Das heißt, hier muss man aufpassen, dass uns hier nichts auf den Kopf fällt. Und jetzt ist meine Stimme schon wieder so belegt. Und besser. Und oder Salz. Warte mal eben, einen Schluck trinken. Und jetzt gucken wir, ob wir an das Salz noch rankommen. Von hier aus, ja. Da könnte natürlich jetzt noch mehr sein, aber das reicht mir erstmal. Oh, was ist mit der Maus? Lag wohl irgendwas auf dem Tisch? Hier müssen wir wieder aufpassen, da ist nämlich noch dunkel vor uns. Und hier war ja die Stelle mit den 100 Creepern, die hier auf uns gewartet haben. Oh, da hat sich ja wieder der Fauf kurz geändert. Oh, irgendwie nervt das. Da ist. Okay, es sind 101 Creeper. Dann halt so, das geht auch. Hauptsache ist, wir kommen jetzt mal noch weiter runter. Sieht aber so aus, als könnten wir etwas Glück haben. Okay. Hier nehme ich auch wieder das Eisen raus. Jo. Aber immer schön hinten an den oberen Bildschirmrand starren. Ob da vielleicht grüne Füße ins Bild kommen. So. Hatte ich gesagt, ich wollte die Kohle nicht mehr mitnehmen. Naja. So. Ist natürlich die Frage, geht es jetzt hier unten auch weiter? Da muss ich mich gleich mal durchgraben. Weil wenn es nur nach oben weitergeht, dann weiß ich nicht, ob das uns jetzt so viel bringt. Aber gerade für den Moment werde ich erstmal kurz hingehen und unsere Kohle etwas kompakter gestalten. So. So, und eine Axt haben wir natürlich nicht dabei. So, jetzt haben wir nämlich wieder einen Slot mehr und da ist noch ein bisschen Kohle. Da oben auch, die lasse ich jetzt aber wirklich mal. Und da geht's runter, da wäre ich auch fast reingefallen. So, schauen wir mal hier. Ja, hier geht es tatsächlich noch auf dem gleichen Level weiter. Gerade mal schauen, ob es hier auch noch irgendwo hingeht. Nein, hier geht es nicht mehr. Weiter, dann gucken wir mal, da geht's hoch. Da geht's natürlich ein Creeper, was auch sonst. Dann komm mal ran hier. Oh ja, das sieht vielversprechend aus. Da geht es nochmal runter. Und hier ist schon wieder dieser schwarze Mist. Und hier geht's hoch. Hier gehe ich erstmal nicht rein. Wir versuchen gleich erstmal weiter auf die Level zu kommen. Die Kohle nehme ich mit. Die ist in guter Reichweite. So, das reicht aber, weil wir haben ja hier noch mehr auf dem Boden. So, immer schön unseren Level erhöhen. Obwohl ich zugeben muss, dass wir eigentlich gerade ziemlich viel verschwenden, weil sobald man über 30 kommt, kriegt man ja nur noch sehr, sehr wenig dazu. Aber ich bin halt immer noch nicht dazu gekommen,
Sachen für den Enchanter zu holen. Also, ich sagte Obsidian und Dias. Und das ist ja jetzt auch die Reise, die Höhlentour, auf der wir gerade sind, soll uns ja in dem Punkt weiterhelfen. So. Gut. Gut, gut, gut. So, ja. Von da kamen wir. Ich markiere mal das mal eben. Und mache noch ein paar Fackeln. Sollten wir vielleicht immer so tun, dass wir überall, wo es rausgeht, wenn wir so mehrere Abzweige haben, dass wir das dann markieren. Okay, wenn wir das jetzt hier markieren, dann. Ich mache einfach mal hier das Ganze ein kleines Stück größer, dass wir hier nicht so in der Sicht beschränkt sind. Und hier noch eine Fackel hin. Es sieht immer so aus, als wäre hier auch noch eine Höhle. Dann gucken wir einfach hier oben rein. So, hier ist auch noch nicht zu Ende. Da geht's nicht weiter. Aber da geht's weiter. Ich glaube, hier gibt's nichts außer Creepern. Aber schön, hier ist eine Sackgasse. So, das Eisen nehmen wir mit. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Okay, die Kohle lassen wir. Die lassen wir jetzt größtenteils liegen. So. Aber Eisen nehmen wir natürlich immer mit. Hier auch noch eine Fackel hin. Ist auch noch Kohle. So, Salz. 1,5 Stacks Salz, ja. Wir müssen eh bald wieder raus, weil unser Boot ist jetzt auch nicht mehr so im großen Maße vorhanden, dass wir hier noch viel länger bleiben können. Okay, das da. Na, gucken wir mal, ob. Okay, es ist kein Creeper, das ist jetzt seltsam. Und später eine Gabelung. Und, oh, da geht's noch weiter runter. Okay. Eine sehr große Höhle, da müssen wir definitiv noch eine Weile für einplanen und wahrscheinlich noch definitiv ein paar mehr Touren für. Und hier haben wir schon mal das erste Gold, aber das Inventar ist voll. Das heißt, wir nehmen mal diesen einen String und schmeißen den raus. Weil Strings haben wir ja genug von der letzten Tour. So, gehen wir erstmal hier rein. Ah, sie klären aber aus, da schon, was ist das? Ein Geräusch, das ich nicht kenne. So. Okay. Gehen wir mal hier rum. Sagen guten Tag zu diesem Zombie. Lapis, das heißt, wir müssen schon wieder. Müssen schon wieder irgendwas rausschmeißen. Ich glaube, ich schmeiße einfach mal das abgeranzte Schwert weg. Hier machen wir erstmal Schluss mit diesem Gang. Wir werden ja irgendwann wahrscheinlich von einer der anderen Höhlen aus in diesen Quergang reinkommen und können es von da aus dann uns ansehen. So, ich könnte auch noch ein
Platz im Inventar freimachen, wenn ich jetzt einfach mal hingehe und mir noch ein paar Fackeln mache. Dann können wir nämlich unsere Sticks verbrauchen. So. Okay, das war oben. Eigentlich können wir hier diesen Limestone und diesen, das hier. Halt, stopp, ich will das nicht. Das können wir alles wegtun, das brauchen wir nicht unbedingt. Gravel auch nicht, Erde auch nicht. Und schon haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Und ich gehe jetzt nochmal auf der anderen Richtung weiter. Da sieht es nämlich etwas vielversprechender aus. Und ich sollte mir vielleicht noch hier kurz markieren, dass hier unser Ausgang ist. Genauso wie hier. Okay, das Wasser. Das Wasser sieht im Dunkeln beim Shader immer ein bisschen gruselig aus. So. Okay, da mache ich mal lieber zu, wer weiß. Hier schauen wir die Fackel rein. Okay. Die Höhle ist sehr fragmentiert. Hier finde ich nie wieder raus. Irgendwann scheint das hier ein Gang zu sein. Sieht am Anfang nur wild aus, ist aber gar nicht so kompliziert, wie es sich darstellt. Das ist schon mal ganz schön. Eigentlich wollte ich doch irgendwas anderes tun. Ich wollte doch eigentlich das Lager, das Vorratslager ausbauen. Aber da wir dafür ja. So. Da wir dafür ja nicht alle Sachen haben, die wir dafür brauchen, haben wir ja diese Höhlentour angefangen. So, gibt's. Hier sind noch ganz viele. Die will ich unbedingt haben. Dann können wir uns nicht eigentlich auch. Aber ich denke mal, so eine Standard-Pilzsuppe bringt vom Nährwert hier auch so gut wie nichts. Könnte ich ja noch. Aber doch. Es mag zwar sein, dass die nicht viel bringt, aber wir werden dadurch unseren Aufenthalt in dieser Höhle doch etwas verlängern können. So, jetzt. Und sieht mir so nach Sackgasse aus. Genau, dann gehen wir mal ganz in die Ecke. So. Sehr schön. Oh, schon 3,5 Stacks Eis. Ich könnte natürlich auch zwischen dieser und der nächsten Aufnahmesession einfach mal hier unten ein kleines Camp aufschlagen und eben das Eisen durchschmelzen. Dann können wir daraus auch Blöcke machen und haben schon wieder etwas mehr Inventarplatz. So, das wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee. Nur müsste ich jetzt wirklich Schluss machen. Könnte ich vielleicht sogar, weil der Kater hat jetzt von mir abgelassen. Ich glaube, er hat aufgegeben. Gut, gut. Hier sind die Pilze, die nehme ich natürlich auch mit. Wenn die uns schon einen Slot blockieren, dann können wir auch ein paar mehr mitnehmen. Und ich glaube, ich sollte mal eben gehen und diesen Wasserfluss stoppen. Okay, der führt doch ein bisschen weit, dann machen wir das einfach nur so. Und hier ist noch wieder Gold. Obwohl ich gerade noch nicht weiß, was wir mit dem Gold machen. Wenn ich für mich selber spiele, dann würde ich es einfach mitnehmen und würde mir daraus eine riesige Bahnstrecke bauen. Jetzt für die Booster Rails, aber in diesem Projekt brauchen wir das wahrscheinlich eher nicht. Weil wir alles, was wir bauen werden, werden wir
ziemlich in der Nähe bauen. Und da sehe ich es jetzt irgendwie nicht, dass wir halt eine riesige Bahn bauen müssen, die uns irgendwo anders hinführt. Außerdem passt die auch irgendwie nicht so ganz ins Konzept. Oh, hatte ich gesagt, der Kater hat von mir abgelassen und da kommt er gerade wieder. So. Na, dann habe ich immerhin gleich ein bisschen Zeit, das Ganze hier zu rendern. Da ich ja um Asynchronitäten aus der Shadowplay-Aufnahme rauszubekommen, das Ganze eh nochmal vorher durchkodieren muss, kann ich das ja gleich schon mal machen. So, und da geht's auch runter. Von gerade können wir denn von hier aus irgendwie... Ah, von hier aus kommen wir direkt auf diesen Ausgang. Dann brauche ich mir das hier unten nicht speziell markieren. Und hier machen wir zu. Und folgen mal diesem Gang. Der sehr... Hier haben wir Obsidian, was uns nicht viel bringt. Weil wir keine Spitzhacke dafür haben. Redstone sieht ein wenig komisch aus. Ah, stimmt, Redstone brauchen wir natürlich auch für die Comparator. Da habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. Wir haben zwar schon ein bisschen, glaube ich, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen, weil wir brauchen nämlich einen ganzen Arsch voll. Wir brauchen ja für jedes Teil, das wir bauen, zwei Comparator und wir brauchen das für jeden Drawer. Das heißt schon, dass wir ordentlich was davon benötigen. Und noch mehr Gold. Und dahinter haben wir Eisen. Ja? Das ist mal eine richtig lohnenswerte Tour. Und jetzt ist... Ja, die Folge ist jetzt in 2 Minuten eh zu Ende. Das heißt... Ich werde gerade mal schauen, ob wir... Denn, wie war das Rezept dafür? Ja, mit Flint auf jeden Fall. Ist die sogenannte S-Flint. Ja, gucken wir mal, ob... Okay, jetzt muss ich sogar niesen. So, wie viel bringt das Zeug? Richtig viel, aber immerhin. Können wir uns einmal vollfressen. So, machen wir direkt nochmal 4 Stück und hauen uns die auch direkt rein. So. Okay, jetzt sind wir voll. So, die Schüsseln, die sollten wir eigentlich vielleicht behalten. Dann tun wir den Flint weg. Nehmen wir den Bogen mit. Ich denke schon, erstmal. Können wir ja später immer noch wegschmeißen, wenn wir uns von dem trennen wollen. So, hier war alles soweit fertig. Vielleicht noch die Kohle da oben. So, zum Abschluss des Ganzen. So. Und dann sage ich auch mal bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahmesession, die wir wahrscheinlich auch noch größtenteils in dieser Höhle verbringen werden. Bis dann.